Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Showcase. Heute geht es um Paper Sorcerer, einem sehr klassischen Rollenspiel, ähnlich Wizardry oder vielleicht Aethon Odyssey in etwas eigensinnigen Look. Und auch wenn ich euch hier mal beim New Game schon mal die Schwierigkeitsgrade zeige, mit dem Hard als vorletzten und 1980 als letzten, da hat man selbst zu knacken, wenn man 1980 schon solche Spiele gespielt hat, denke ich. Denn wie gesagt, das Ganze ist nicht zu einfach, aber bisher ganz gut spielbar. Ich lade einfach mal einen Spielstand und zeige euch dann mal ein bisschen was vom Spiel. Also man rennt hauptsächlich 3D durch ein Dungeon. Und ja, dieser Dungeon ist im Grunde monochrom, ein bisschen Sin City-mäßig. Kann ich zum Beispiel die Türen öffnen und ah, wir haben einen Ember gefunden in dieser Kiste hier. Ab und zu taucht oben das Search-Schriftfeld auf, da kann man Space drücken und man kriegt kleine Infos zum aktuellen Standpunkt. Das hier ist zum Beispiel der Raum, wo die extra Türen gelagert werden. Ja, ich möchte auch nicht zu viel von der Story verraten, nur mal eben kurz anreißen. Und zwar spielt man einen Zauberer, der sich innerhalb eines Buches aus einem Gefängnis kämpfen muss. Und das macht man nicht alleine, sondern man hat Begleitung. Am Anfang beschwört man sich drei Gehilfen. In unserem Fall sind das der Vampir, der Minotaurus und das Skelett. Es gibt aber noch einige mehr. Die kann man hier nachschauen, nämlich noch den Goblin, Kultisten, Imp. Ein Troll, einen Schatten, eine Abomination, das sind so ein Monsterwesen halt, ein Werwolf und eine Hexe und ein Geist. Die Startwahl, die man trifft, ist sehr entscheidend, denn man hängt ziemlich lange mit diesen so rum. Bekommt aber nachher die Möglichkeit, noch andere dazu zu rufen. Man ist immer zu viert, aber man kann dann halt austauschen. Aber das dauert ein Weilchen, deswegen sollte man sich die Startaufstellung gut überlegen. Ja, die ganzen Charaktere haben auch Ausrüstung. Ich zeige jetzt erstmal das Inventar, weil hinter der Tür wartet nämlich der erste Kampf auf uns. Beziehungsweise den Kampf, den ich für den ersten Kampf ausgesucht habe, quasi. Hier kann man halt schön die Ausrüstung aussuchen. Jeder Charakter hat gewisse Sachen, die er tragen kann und die er nicht tragen kann. Zum Beispiel kann er hier halt Roben tragen, aber keine Plattenrüstung oder sowas, unser Magier. Die Stats kann man hier schön sehen. Da gibt es die Lebenspunkte, Stärke für Nahkampfangriffe, Agility für Crit-Ausweichen und Zugreihenfolge. Der Kampf ist rundenbasiert, ganz Final Fantasy-mäßig. Und ja, dann gibt es noch Magic. Das gibt die Zauberstärke an. Die Defense und Energy. Energy ist quasi Mana. Defense ist eine Art Schutzschild um die Lebenspunkte. Zeige ich euch gleich im Kampf noch mal genauer und die Schadensreichweite der normalen Angriffe. So, dann gibt es noch hier die Skills, die man benutzen kann. Einige kann man auch außerhalb vom Kampf benutzen. Mit Q und E kann man hier übrigens zwischen den Charakteren schneller durchschalten, braucht also nicht jedes Mal über das Menü. Und der Vampir kann halt seinen Heilzauber auch außerhalb des Kampfes benutzen. Dann hat er halt nachher im Kampf wahrscheinlich weniger Mana. Ja, ihr habt richtig gehört, der Vampir ist einer der Heiler, allerdings ein etwas kurioser Heiler. Er kann seine Lebenspunkte opfern, um die anderen zu heilen, und muss sich dann seine Lebenspunkte wiederverdienen, indem er die vom Gegner absaugt. Es gibt da, also überhaupt im Grunde ist jeder Charakter eine eigene Klasse. Die anderen Heiler, da gibt es zum Beispiel den Kultisten, der kriegt halt viele Buff. Def und ein Heilzauber, schadenstechnisch ist da gar nichts zu machen, quasi. Und dann gibt es noch die Hexe, auch so eine Buff-Debuff-Queen mit einigen Heilzaubern. Und ja, auch von den Melees und Ranged gibt es noch einiges. So, ich mache mir die Tür auf. Gegner im Dungeon, die nicht zufällig kommen, sieht man hier an diesen schwarzen Wolken. Den könnte man ausweichen, aber wir wollen ja an den Loot dahinter ran, deswegen rennen wir mal rein. Und hier, so sieht der Kampf aus. Stimmig von 80er Jahre Bit-Tunes Musik begleitet, kämpfen wir jetzt hier gegen einen Fighter.
Mit Attack mache ich einen normalen Angriff auf ihn. Der Minotaurus, der kann jetzt hier mal nichts tun, denn er hat keine Energie. Hier ist der Skill-Bildschirm nochmal. Hier sieht man am Würfel, wie viel Cooldown die Skills haben. Also den Brutal Strike, wenn ich den mache, muss ich 3 Runden warten, bis ich den wieder machen kann. Und wie viel Energie er kostet. Kann man ja auch nachlesen. Gut, er macht dann auch eine normale Attacke. Als restliche Menüpunkte gibt es halt noch Items zu benutzen. Heiltränke oder Resurrection Potions. Oder halt verteidigen, damit regeneriert man etwas Def und kriegt weniger Schaden. So, der Vampir hat wenig Lebenspunkte, der könnte sich hier mal ein bisschen was entziehen. Und den Sorcerer lassen wir mal einen Zauber wirken. So, das Skelett haut jetzt drauf und jetzt sieht man, er hat 0 Lebenspunktschaden bekommen, aber 7 Def verloren. Und dasselbe bei dem Minotaurus. Das lässt darauf schließen, dass er noch sehr viel Def hat. Denn umso mehr Def man hat, umso wahrscheinlicher ist es, dass man erst Def verliert und noch keine Lebenspunkte. Aber wenn die Def halt aufgebraucht oder tief ist, dann verliert man auch Lebenspunkte. Das heißt, der Schaden kommt eventuell plötzlich, wenn man nicht aufpasst und die Def aufgebraucht wird und man kriegt schwer Schaden rein, sind die HP schneller weg, als man gucken kann. Da muss man mit den beiden Ressourcen immer ein bisschen managen. Zauber nochmal. Der Minotaurus hat jetzt gerettet. Der kann jetzt einen Bullswash machen. Der trifft alle Gegner. Haben nur einen, also egal. Und das Skelett hat jetzt halt, ist ein Kämpfer, der sehr defensiv ist. Der bekommt halt Fähigkeiten, mit denen er zum Beispiel die Gegner herausfordern kann. Dann bekommt er physische Resistenz, Lebenspunkte und Def dazu und die Gegner greifen ihn wahrscheinlich an. Diese kleine blaue 1 war seine Energie direkt. Schaden. Magischer Schaden umgeht die Rüstung übrigens komplett, also diese High-Death-Gegner kann man damit ganz gut jagen. Das heißt, so ein fettes, gepanntes Viech kann man ganz gut einfach weghauen, indem man den Tod zaubert. So, mit Taurus, lass mal draufhauen. Man kann übrigens mit Space auch eine Schnellattacke ausführen, dann wird immer das, was hier hervorgehoben ist, ausgewählt. Und kann so recht schnell diese Standard-Angriff-Runden durchziehen. So, jetzt bekommt er richtig Schaden, weil seine Def tief ist. Wird wahrscheinlich sofort durch sein. Und nein, er schlägt nochmal zu. Mach nochmal eine schnelle Runde hier. Das müsste reichen. Na? Gott, hat er viel Def, wie viel haben wir denn da schon abgezogen? So, erwischt. Gut, nach dem Kampf gibt es halt Loot. Der ist teilweise zufällig. Und halt auch Erfahrungspunkte. Die Runen, das sind so kleine Stats-Boost, die man als Ausrüstung nehmen kann. Jeder hat dann eine. Hier zum Beispiel, die bringt Stärke. Er hat eine, bringt ein bisschen Toughness. Also 10 Lebenspunkte. Da könnten wir eigentlich auch Magie nehmen. Und, ups, Doppelklick. So, ja, was ich vorhin schon mal kurz auf hatte, könnt ihr euch auch noch mal kurz zeigen. Und zwar gibt es ein nettes Ingame, ja, ein Handbuch quasi, wo man die Hotkeys, die Kontrollen, das Kampfsystem, die Status, die Stats und die Statuseffekte nachlesen kann, sodass man hier auch immer mal schnell ohne Google gucken kann, was heißt dieses Symbol hier überhaupt. Ist auch sehr praktisch, finde ich. Ja, und dann Welt erkunden. Oh, eine Elfenleder-Armor mit 70 Def. Das klingt viel. Und ist nicht aus Stahl. Die könnten wir vielleicht sogar unserem... Im Bett ist nichts. Unsere Magier mal eben anziehen. Na, er kann sie tatsächlich tragen. Erhöhen wir von 3 auf 70. Ist ein halber Tank jetzt. Der hat, glaube ich, mehr als das Skelett. Mit seiner Breastplate, die bringt nur 25. Also sehr guter Loot. Wie gesagt, der Loot ist zufällig. Ansonsten, das Dungeon ist gleich und die Gegner wahrscheinlich auch. Hier hängt eine Tür halb in der Decke. Also irgendwas stimmt hier in dem Zellenblock mit den Türen nicht so ganz. Ja, ich möchte aber euch jetzt nochmal eben dann die Stadt zeigen. Und noch einen kleinen Bonus, den es hier zu verdienen gibt. Denn, ja, erstmal die Stadt. Hier gibt es halt den Händler. Hier kann man hingehen und sagen, hey,
Ich möchte mir gern ein neues Accessoire kaufen, zum Beispiel Lederschuhe oder eine Potion. Solche Sachen halt. Und hier kann man auch überflüssigen Kram verkaufen. Dann kann man sich hier mit einigen anderen Buchbewohnern unterhalten. Die haben kleine Anekdoten, manchmal ein bisschen Story oder Hinweise. Außerdem gibt es hier einen Skilltrainer. Das ist die Möglichkeit, seine Charaktere selber umzubauen quasi. Da kann man nämlich für Gems, also für Geld, sagen, ich möchte beim Vampir die Anzahl der Lebenspunkte erhöhen für 200 Gems und schwupps hat der Vampir 10 Lebenspunkte mehr und da kann man halt alles Mögliche. Alle Stats, Waffentraining und auch Resistenzen erhöhen. Denn wenn man ein Level-Up hat, dann erhöhen sich zwar auch die Stats, aber die erhöhen sich nach einem festen Wert. Auch die Skills leveln mit, aber auch nach einer festen Reihenfolge abhängig vom Level des Charakters halt. Dann haben wir in der Stadt noch unseren Room. Hier können wir im Grunde nur schlafen. Und hier kann man selber halt auch auf sein Equipment zugreifen, speichern, laden und solche Sachen. Ich hau mich mal eine Runde hin. Wir haben einen seltsamen Traum über Fisch und sind vollständig geheilt und auch unsere Energie ist wieder voll. So, dann zeige ich euch jetzt noch kurz einen kleinen Gimmick in dem Spiel. Aber das heißt Gimmick, aber so ein Nebenziel quasi. Und zwar gibt es hier im Strange Old House einen Dämon, der verlorene Seelen sammelt. In jedem Zellenblock gibt es eine dieser Seelen. Eine habe ich schon gefunden. Und wenn man die gefunden hat, kann man in die Katakomben rein oder lässt der einen da rein. Und das sieht dann so aus. Hier kann man dann auch nochmal durch die Gegend schleichen und Loot suchen. Hier kann man sich quasi. Oh, Steel Dagger. Hier kann man sich ein bisschen leveln, ausrüsten. Denn wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist doch da. Also auf Easy und Normal ist es noch gut spielbar, aber ab Hard sollte man schon wissen, was man tut. Also ich würde euch empfehlen, am Anfang auch auf jeden Fall mal eine Runde normal zu starten. Ihr könnt dann ja immer noch auf schwer wechseln, wenn ihr merkt, oh, die Gruppe ist gut, ich komme gut durch. Denn halt auch die Wahl der Startcharaktere ist sehr wichtig, wie schon erwähnt. So, hier haben wir jetzt ein bisschen andere Gegner. Ich glaube, das sind Scryers. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ja, die sind nicht so hart. Trotzdem versuchen wir mal, die Attacken auf uns zu ziehen und den Fighter mit Magie ein bisschen zu beharren. Scorch zum Beispiel, ein kleiner Fireblast, der einen Dot hinterlässt. Der könnte schon ein bisschen aufräumen. So, der Minotaurus. Oh, der räumt hier schon auf mit seinem Wild Swing, der alle trifft. Die Musik auch wieder sehr stimmig. Kriegt man direkt Laune, einfach nur laufen zu lassen. Aber der zieht hier auch voll durch. Also wenn man denkt, wie viel Schaden wir gerade gemacht haben mit unseren Melee-Attacken. Und jetzt haben wir aber keinen Mana mehr. Deswegen hauen wir mal hier mit den beiden Schwachen, den Squire und die Stärkeren dürfen auf den Feig da hauen. Der Squire dürfte ja nur noch ein paar Lebenspunkte haben. Ja, wie erwartet. Hier sieht man übrigens auch aktuelle Statuseffekte anhand der Symbolen, die ich vorhin ja schon gezeigt habe in der Liste. Das hier heißt jetzt einfach, er hat erhöhte Agro. So, ich klicke nochmal schnell durch. So viele Lebenspunkte dürfte jetzt ja auch nicht mehr haben, wobei die waren recht hart, die Ritter hier. Na? Versetzt uns nochmal eine. Ist der Dot auch vorbei, aber reicht genau. Und wir haben Schuhe gefunden, noch eine Rune für Magie, ein Scale Armor, also eine Schuppenrüstung und unser Magier ist gelevelt, unser Sorcerer, Lebenspunkte und wir haben Black Bolt ist jetzt Level 2. Ja, und so crawlt man hier halt durch die Dungeon und verfolgt die Story, versucht aus diesem Buch hier wieder rauszukommen. Aber warum wir hier sind und was es sonst so mit der Story auf sich hat, könnt ihr dann selber rausfinden. Wenn ihr euch das Spiel angucken wollt.
Main Life war jetzt ein bisschen sinnlos, aber egal. Ja, das Ganze kostet, wie auch schon erwähnt, 5 Dollar. Ist also auf jeden Fall sein Geld wert. Ist nicht zu viel, um mal reinzuschnuppern, wenn man Interesse an dem Genre hat. Und wenn einem der Grafikstil nicht abschreckt. Muss man vielleicht auch mal sagen bei etwas kurioser Grafik. Aber es ist okay, also lässt sich gut spielen. Jetzt machen wir mal komplett komische Skills hier. Haben auch in der ersten Runde mal keinen umgehauen. So, auch noch eine Kleinigkeit, wenn man hier so Challenge wird, dann bekommt man maximal HP und Def dazu beim Skelett. Die kriegt man aber nur dazu, die werden nicht geheilt. Um die zu heilen, müsste man jetzt noch einen anderen Skill benutzen. Zum Beispiel diese Refresh-Rune, die kostet allerdings 4. Oder Defender. Oder den Defensive Strike. Ich hau mal hier noch einen Scorch auf den Fighter, das hat ganz gut funktioniert. Blutschwert, Quick Heal, der braucht gerade nichts. Der könnte fokussieren. Mit Fokus ist sein nächster magischer Angriff stärker und er bekommt Energie zurück. Habe ich vorhin einmal mit dem Sorcerer gemacht, deswegen hier auch dieses Symbol. Okay, und er hat jetzt gerade keine Energie mehr. Dann soll er doch einen Squire weghauen. Der müsste ja dann auch drauf gehen, denke ich. Hier plus 5 Magic und Energie ist wieder voll. Können wir nächste Runde ihn einen Arcane Blast verpassen. Na, hier kommen wir jetzt noch einmal normal drauf. Vampir macht den Arcane Burn, nicht Arcane Blast. Und wie gesagt, mit Space immer die Schnellauswahl für das aktuell gehighlightete. Braucht man nicht alles einzeln anzuklicken. Na, da hat der Minotaurus aber schwach draufgehauen. Machen wir noch eine Runde draufhauen. Lassen den Dock nochmal zu Ende ticken. Das müsste es dann auch sein. Weil wir diesmal nicht ganz so viel Schaden mit unseren Skills gemacht haben. Vielleicht hält er auch doch noch eine Runde aus. Tatsache, er hält noch eine Runde aus, aber wir haben auch Energie gereckt. Können wir mit dem Sorcerer noch mal einmal drauf ballern. Und Black Bolt, der jetzt ja gerade Level 2 ist. Das haut ihn bestimmt aus. Ah, der Dot reicht. Gut. Ja, soweit mein Einblick für euch in Paper Sorcerer. Ich verlinke die Shops unten drunter und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Showcase wieder. Bis dann, euer Schumbock.